und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal des Pandas. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr wieder einen Tag in Hogwarts Legacy mit mir verbringt. Ja, wir sind jetzt hier im verbotenen Wald und wollen eben mal schauen. Seht ihr, das kommt davon, wenn man einen Screenshot macht, ja, und direkt weiter aufnimmt und einfach vergisst, alles wieder einzuschalten. So. So, da haben wir wieder alles. Und wollen zu Natty reisen, ne? Ne, Poppy. Poppy war's. Zu Poppy reisen. Einer von ihnen hat mich gekratzt. Und da sollen wir mit den Zentauren sprechen. Hallo, Poppy. Ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Werden wir hier die Zentauren treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich hoffe, sie merken, dass wir es ernst meinen. Aber am Ende sind sie nur Zentauren. Sie können deine Gedanken sicher auch nicht besser lesen, als ich es könnte, Poppy. Vermutlich hast du recht. Es ist nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Nein, stimmt. Gar nichts. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Ja. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie. Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Okay. Aber wenn wir nochmal zur Herde gehen, dann Kopf ab. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum
war er sich so sicher, wo wir einen finden können? Er hätte sich klarer ausdrücken oder kurz unsere Fragen beantworten können. Zentauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Gut, ich melde mich, wenn ich was finde. Mach das, Poppy. Was mache ich in der Zeit? Oh, Poppy. Gut, dann machen wir, der Himmel ist die Grenze in der Zeit, oder? Bis Poppy sich dann mal bequemt, sich zu melden. Echt jetzt? Das muss ich dann alles zu Fuß laufen, weil da darf ich nicht reinfliegen. Wir können es ja nochmal testen, aber beim letzten Mal durfte ich da nicht reinfliegen. Und da alles komplett zu Fuß ablaufen? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust zu habe. Das sind ja Tagesmärsche. Das Buch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, da darf ich nie rein. Kein Zutritt mit Besen oder Reittier. Ich will aber nicht da reinlaufen müssen. Ich glaube auch nicht, dass... Die Ballons müssen wir auch irgendwie noch kaputt machen, ne? Das ist eine extra Herausforderung, glaube ich. Ja, jetzt darüber, da reinlaufen, weiß ich nicht, also. Ich verhungere. Oder kommen wir von hier aus da rein? Das wäre natürlich noch besser. Ne, da ist kein Zutritt. Da ist kein Zutritt. Zumindest jetzt noch nicht. Und ich hier kommen wir auch nicht reingelaufen, ne? Also da kommen wir ja nicht rüber. Das ist ja vollkommener Quatsch. Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken. Ja, sind wir ja da. Da seht ihr. Da kommen wir nicht rüber. Also wir kommen da rein. Da müssen wir vielleicht unten durchlaufen. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich Sollen wir uns ein paar Trollpopel holen? Davon haben wir auch nicht mehr viele. Komm, wir holen uns mal eben ein paar Trollpopel. Schön, dass du mal verkehrt bist. Hau ab. Potato. Okay, der lacht da drüber. Hau den Zwerg mal eben auf die Mütze hier. Dankeschön. Komm mal mit, Dicker. Wir müssen dem anderen Troll auch noch für die Mütze hauen. Komm. Komm mit hier. Ey, du Eierkopf. Weißt du, was passiert, wenn er mich haut? Oh nein! Imperium! Kurzio! Potato! Sturzo! Was ist denn hier mit meinem anderen Freund? Kommst du mir mal helfen?
Bist du Gaga? Na endlich! Ich hau den doch mal von die Mütze! Geht doch. Prollpopel sammeln hier. Toll, falsche. Expelliarmus, Contrinto, Accio, Bombarda, Cruzio. Das beeindruckt den wenig, der Cruzio. Contrinto, Expelliarmus, Accio. So nicht, mein Freund. Lumos. Nein. Incendio. Contrinto. Potato. Ah, komm, wir machen Steinchenwurf. Expelliarmus. Contrinto. Nee, nee, so nicht. Komm, ich will einen Pickel von dir. Und eine Puppe. Expelliarmus. Hey, daneben. Und ich. Stufe. Ah, verpennt. Komm, trink. Expelliarmus. Nee, daneben. Sieh mich. Oh, oh, aber so. Ja, ja, komm. Nur weil du einmal getroffen hast. Gib mir deinen Popel. So. Gut. Na, Kätzchen? Alles Klärchen bei euch? So, okay, da haben wir einen abgeschlossen. Aber da kommen wir immer noch nicht durch, ne? Also das ist, genau, da wollten wir uns doch hier mal... Irgendwo war doch hier noch ein... War hier nicht noch ein... Flohfeuer? Hier ist nichts. War hier nicht noch ein Flohfeuer? Ich weiß nicht. Revelio. Ich meine, hier wäre da noch ein Flohfeuer gewesen. Da wollte ich doch gucken, ob wir da durchkommen. Da, genau, da ist doch über uns, muss es sein. Oder unter uns.
Hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Ne. Da kann es ja nur unter uns sein, das Flohfeuer. Revelio. Ah, hier ist wieder was. Merlins Prüfung oder was ist das hier? Ne, hier kommen wir noch nicht durch. Da ist noch irgendwas nicht hin. Ne. Da kommen wir noch nicht durch. Schwingen wir uns mal auf den Besen. Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als auf. Ach, oh, guck an. Natti. Gut, dann treffen wir uns mit Natti, würde ich sagen. Wo ist Natti denn? Okay, müssen den Auftrag nochmal lesen. Ich sollte Natti fragen, wie es ihr geht. Sprich mit Natti. Ja, aber wo ist Natti denn? Ist sie wieder in Hogsmeade oder? Meter. Gucken wir mal, ob die hier in Hogsmeade ist. Wieder. Schulleiterin spricht. Ah, hier. Hier ist sie. Dann fragen wir sie mal. Was haben Sie jetzt vor? Ich muss mit Natti reden. Boah, guck mal. Oh, wie geil sieht das aus? Und der Weihnachtsbaum. Und das Festessen. Mm. Und eine Truhe. Revelio. Dann warten wir hier auf Natti. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Das ist nett, ich mit dir auch. Deshalb bin ich ja extra gekommen. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie besorgt ist. Wir haben uns in große Gefahr begeben. Als die Erschwinderinnen mich einsperrten und bedrohten, kam mir der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht doch recht hatte. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein, Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kamen aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Nein. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland.
Willst du die Erschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut, egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich einen Kameraden wie dich habe. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Bitte Wir tragen gerne. Alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Bitte gerne. Du verdienst gerne. All das Lob, das du bekommen hast. Ach Quatsch. Ich verdiene viel mehr. Okay. Okay, jetzt können wir eigentlich, wir können noch hier Mondstein, also Monde, Demigeist sammeln oder mit der Schulleiterin sprechen. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit der Schulleiterin, oder? Oh, eine Eulenpost. Wer hat uns eine Eule geschickt? Nati? Achso, haben wir schon erledigt. Haben wir schon erledigt. Na, ihr kleinen Fresssäcke? Hä? Ja, winkt mir ruhig zu. Und wie läuft's in eurem stümperhaften Haus? Die sind auch nicht besser hier. Na? Und die hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, stopft euch ruhig voll. So, wo ist denn die Elite? Ah. Hier ist die Elite. Wahre Zauberer. So, dann wollen wir mal gucken, wo sollen wir uns denn mit der treffen? Ah, wieder unten in der Kartenkammer, ne? Oh, wie war denn das nochmal mit der Kartenkammer? Wo war nochmal der Flurfeuer für die Kartenkammer? Außerhalb, ne? Kann das sein? War das außerhalb, wenn ich außerhalb von Hogsmeade? Oh, ich habe echt keine Ahnung mehr. Es ist jedes Mal der gleiche Dreh. Das hier im Innenhof, aber mal eben die Weltkarte gucken. Nee. Nee. Oder ist die Kartenkammer hier oben? Nee. Mensch, wo war denn die doofe Kartenkammer nochmal?
Uhrenturm. Ich musste, glaube ich, hier auf meinen, hier drauf, ne? Ja, so war's. Und dann ist hier die Kartenkammer. So war's. Na, gucken, was die Schulleiterin zu sagen hat hier. Beeilen wir uns mal nicht, dass die Böse wird auf uns. Hallo, Schulleiterin. Willkommen zurück. Ja, grüß dich. Warum muss ich ihn so nah nicht rantreten hier? Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Mm-mm. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut, ich finde einen Weg hinein. Gut, ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Gut, das haben wir auch erledigt. Heißt, wir haben jetzt dann ja einen neuen Auftrag eigentlich. Nee. Ja, jetzt haben wir keine Aufträge mehr. Wir sind arbeitslos. Ob ich irgendwann auch so ein Porträt hier kriege? So ein Bild? Sprich mit Professor Fick in seinem Büro. Machen wir das doch mal. Dieses mit dem Flugfeuern ist echt eine Katastrophe, ne? So. Ich nehme jetzt den hier. Die überlappen zu stark irgendwie. So, gucken, was der gute Professor. Für mich aber nicht. Was der gute Professor Fick beide hier kann. So war's. Moment. Upsa, ich musste niesen. Entschuldigung. Professor. Lässt mich wieder am Boden schlafen. Irgendwann verwandle ich dich dafür in eine Kröte. Professor Fick, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Renrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope.
aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Wie fühlen Sie sich? Unglaublich. Bäuerchen. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns doch. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Gut, wunderbar. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir als Professor Dexter Black werden in der nächsten Folge den Hauselfen suchen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.